Huhu Leute, willkommen zurück bei Final Fantasy 9. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letztes Mal haben wir hier die Universitätsstadt Daguerreo gefunden und haben hier schon einige Rätsel gelöst und den Leuten geholfen. Ja, und was fällt euch jetzt auf im Gegensatz zum Schluss der letzten Folge? Ja, der Waffenhändler sitzt jetzt und steht nicht mehr hier neben seiner Theke. Denn ich habe mal kurz nochmal Daguerreo verlassen, weil ich doch echt zu viel Jadesteine verschwendet habe bei den Aquamarinen erst. Wir brauchen nämlich noch jede Menge. So, und ich habe mal beim Waffenhändler noch einen Dämonenpanzer mehr gekauft. Damit haben wir jetzt zwei. Und noch eine Hypnosemütze mehr gekauft. Damit haben wir jetzt vier. Das habe ich offscreen auch erledigt. So, jetzt wollen wir noch hier zur Itemhändlerin. Und wir kaufen uns alle Heilmittel, und zwar alles, was geht. So. Die brauchen wir nämlich auch zum Schmieden gleich, ob ihr es glaubt oder nicht. Tja, ja, dieser Schmied hier, der hat magische Kräfte, der kann aus allem alles machen. Das ist Daguerreo, der hat an dem Wissen und Wasser zusammenfließen. Was darf sein? So, und zwar. Wir nehmen das Sagatanas. Für einen Gladius und einen Linkhanddolch. Das haben wir alles. Fressrobe. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Kriegen wir noch. Dann noch eine Schattenrobe. Wir haben nur einen Keins armreif, aber wir kriegen noch einen. So, und der Rest hier. Warum nicht? Aber wir kaufen uns jetzt noch Garnets. Und zwar, ich glaube, wir brauchen 83 Garnets, glaube ich. 83 oder 82, ich kaufe einfach mal 83. Zack. Ja. Gut, wir hätten nur 83 gebraucht. Aber gut. So, einen haben wir noch im Inventar und 16 bekommen wir noch. Also insgesamt 99, ja, jetzt haben wir halt einen zu viel gekauft, macht nichts. Denn damit, ja, das sage ich euch später, was wir damit machen. So, und das war's jetzt dann hier in Daguerreo. Können wir mal runterfahren. Später kommen wir nochmal hierher, vielleicht erst auf CD4, aber auf jeden Fall waren wir hier nicht das letzte Mal. Ich habe euch ja schon gesagt, der eine Opa da, der bei den Bücherregalen da steht, neben den Hängematten, mit dem wollen wir noch was machen später. Und natürlich gibt es hier auch immer gute Ausrüstung. So, jetzt werde ich mal kurz einen Save State anlegen, denn ich möchte euch mal hier was zeigen. Also bis gleich. So, ihr kommt nämlich auf diesem Plateau hier ein Monster. Das ist nämlich die Battle Cat. Und die bettelt nach Miau, durch einen Diamanten. Okay, es kommt zwar nicht die übliche Feenmusik, aber ja, tu mir doch mal den Gefallen und gib mir einen Diamanten her. Ja, da. So, dann lass mal ordentlich AP springen, Battle Cat. Bitte sehr, und was kriegen wir von dir? Ich wurde betrogen, ja. Nett von euch. Ey, du bist wie... Tja, Leute, deswegen vorher Safe State anlegen. Auf keinen Fall der Battle Cat einen Diamanten geben. Es bringt euch nämlich gar nichts. Die verarscht euch bloß. Ja, und wenn man sie angreift, dann kontert sie sofort erstmal mit einem Kometzauber, der ziemlich Aua machen kann. So, also ich lade mal schnell den Safe State wieder. Und dann geht's weiter.
So, und wir gehen rein ins Luftschiff. Und jetzt wollen wir noch ein paar Chocobo-Schätze ausgraben. So, dazu fliege ich mal hier rüber zum äußeren Kontinent erstmal. Mal schauen, ob ich da irgendwo mit meinem Luftschiff landen kann. Es kann nämlich nur auf Grünflächen landen. Nicht auf Wüste, nicht auf steinigem Gebiet, sondern nur auf Gras. Das ist ein kleines Handicap. Ja, wie steht's eigentlich bei euch? Was schaut euch eigentlich auch noch andere Let's Player an? Und wenn ja, welche schaut ihr euch so an? Ich schaue mir, wenn ich mal Zeit habe, in Kelturio einige Projekte an. Und dann beim Looks Like Link habe ich früher immer oft reingeschaut. So, hier kommen wir nicht lang. Dann schaue ich beim Wildest 348, schaue ich mal über Spellforce. Das ist auch ein gutes Spiel. Wie komme ich denn jetzt hier zu den Chocobo-Spuren, so ein Mist? Ich brauche Chocobo-Spuren. Gab es nicht hier irgendwo noch welche? Hier irgendwo? Nee. Da sind welche. So, und Zidane steckt immer links aus. Wie stellen wir uns gleich so hin? Zack. Der erste Schatz, der ist nämlich hier in der Nähe. Und da rufen wir mal Choco hierher. Dann schaue ich auch noch manchmal Lady Nice Deluxe. Die macht einen Siedler-Let's Play. Siedler habe ich auch immer sehr gerne gespielt früher. So eine Aufbausimulation, falls ihr es nicht kennt. Dann schaue ich beim Ali, bei Alligator 1024, schaue ich zurzeit sein Mario Party Let's Play. Der hat ja jetzt wieder angefangen, zum Glück, mit Let's Play, was ich voll cool finde. Und ich glaube, das Let's Play, was ich bis jetzt am häufigsten gesehen habe, ist ein Let's Play, was nur aus 6 Teilen besteht, was noch nicht längst nicht fertig ist, aber was auch nicht mehr weitergeführt wird. Nämlich, das ist von Mario Fan 888, das Super Mario 64 Let's Play. Ich weiß nicht, mir gefällt irgendwie sein Kommentarstil total gut. Auf dem südlichen Halb, auf der südlichen Halbinsel, auf die äußeren Kontinente soll ein Schatz verborgen sein. Kubo. Erstmal am kleinen Sandstrand einen Klick versuchen, Kubo. So. Den hätten wir schon eher suchen können, aber habe ich halt irgendwie vergessen, keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Hier gibt es nicht so das dringende Zeug. 6 Goldnadeln, 4 Äther, Federstiefel. Und hier ist der Kainz Armreif, den wir erst verschmiedet haben. Jetzt haben wir wieder einen. So. Ich kürze das jetzt mal an der Stelle ein bisschen ab. Ich werde jetzt wieder zum Luftschiff gehen. Dann werde ich zum Kontinent des Nebels fliegen. Und da holen wir uns noch einen Schatz ab. Also, bis gleich. So Leute, wir sind ja hier angekommen auf dem Kontinent des Nebels und ich habe mir jetzt schon wieder hier Choco organisiert. Wir sind in der Nähe des Chocobo-Waldes, wie ihr seht. Und ich habe mir noch gedacht, ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter, was den Inhalt dieser sagenwobenen Truhe angeht. Und stattdessen gehe ich hier in diesen Wald rein und suche erstmal unseren Kumpel Rackwurz. Und wir sehen uns, wenn ich ihn gefunden habe. Also bis gleich. So, und da ist er endlich das erste Mal. Hätte ich es nicht schon mal offline probiert, dass er hier ist, dann hätte ich jetzt schon längst aufgegeben und gezweifelt, dass es an dem Wald hier liegt, dass er hier ist. Oh. Dieses Hide-Quest ist echt nervig, obwohl ich jetzt diese Technik kenne. Showtime, Quiz Nummer 11! Prima Vista bedeutet verlieben. Ja, prima bedeutet irgendwas wie erster oder sowas, oder vorderster. Und Vista, weiß ich jetzt nicht genau, Freude oder sowas, ist jedenfalls falsch. Windows Vista, was heißt das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Was ist das, Italienisch oder sowas? Wer es weiß, kann es mir ja gerne schreiben. Ihr seid einfach die Besten!
Und wir haben nach wie vor alles richtig gemacht. So. Ich habe jetzt nochmal das Vergnügen, ihn zu suchen. Also insgesamt können wir ihn jetzt 7-mal treffen, aber ich mache jetzt noch 3-mal. Und die anderen Male mache ich ein bisschen später. Also, bis gleich. So, und diesmal ging es um einiges schneller. Er ist wieder da. Der Thomas Gottschalk von Final Fantasy 9. Mit seinem komischen Kosakenanzug und seinem Kosakentanz. So, was tischst du uns diesmal auf? Hoffentlich weiß ich es auch wieder aus dem Kopf. Quiz Nummer 12. Der Bubudo-Vogel bringt Unglück. Ja, das haben wir ja gesehen im Gasthaus von Lindblum. Dass der Glück bringt. Also ist das falsch, was du sagst. Das war diese Vogelstatue, die rechts, die links stand vom Gastwirt sozusagen. Dort, wo auch Lani und auch wir uns ins Gästebuch eingetragen haben. 6000 Gil gewonnen. Trefferquote beträgt 100%. Ihr seid ja fantastisch. Ja, kennst du es doch. Okay, das war jetzt zweimal und dann würde ich sagen, tippel ich jetzt wieder um die Wette mit einem kleinen Tippelschritten und hol euch dann wieder dazu, wenn er wieder da ist. Und da ist Drakwurz Nummer 3. Was war eigentlich eure Lieblingsquizshow? Oder ist eure Lieblingsquizshow? Also ich habe ja immer Geh aufs Ganze früher gerne geschaut mit dem Zonk. Oder Wer wird Millionär habe ich auch früher gerne geschaut. Jetzt schaue ich nicht mehr so oft. Quiz Nummer 13. Cordelia Pater ist die Heimat der Goblins. Ja. Das ist natürlich auch falsch. Das ist die Heimat der Orklinge. Aber in Englisch ist es ein bisschen grenzwertig, oder beziehungsweise wenn man es jetzt auf Herr der Ringe bezieht, da werden nämlich die Orks, die kleinen Orks als Goblins bezeichnet. Aber hier in Final Fantasy 9 sind die Goblins ja diese, die den Goblin Punch machen, diese Gegner mit den lustigen spitzen Hüten. Richtig gut dabei, oder was? Ja, von daher war das auch falsch. Gut, dann einmal mache ich noch. Dann sparen wir uns das nächste Mal das Ende für das nächste Mal auf. Und natürlich bin ich euch immer noch die Schatztruhe schuldig. So, also macht's gut, bis gleich. So, und da ist Hagrid die vierte, nachdem gerade ein normaler Zufallskampf kam. Da habe ich anscheinend ein paar Blätter aufgewirbelt. Und da kam wieder ein Mushu Fushu und da sind mittlerweile kein Problem mehr für uns. So. Showtime! Quiz Nummer 14. Es gibt nur eine einzige Wüste auf der Welt. Und auch das ist falsch, denn ich habe euch ja gesagt, es gibt die Wüste mit Clara. Und dann gibt es ja auch noch die Wüste, wo Kuyas Wüstenpalais ist, auf dem äußeren Kontinent. Also gibt es zwei Wüsten. Also falsch. Ja, und mittlerweile macht ja auch Thomas Gottschalk gar nicht mehr Wetten, dass. Das wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Das macht jetzt, glaube ich, der Markus Lanz wollte doch das jetzt machen, ne? 7000 Gil gewonnen. Cool. Trefferquote beträgt 100%. Ihr seid ja fantastisch. Ja, Quiz Nummer 14 bis 16 geht's. Und dann kommt noch eine Zusatzfrage von ihm, die alles entscheidende Frage und die wollen wir auch noch richtig beantworten, aber das machen wir jetzt nächstes Mal. Jetzt schwingen wir uns auf Choco und suchen mal den nächsten Schatz und den loggen wir gleich mal ein. Das ist der aus den Tafelbruchstücken zusammengesetzt wurde von Mene und der heißt Küste des Nebels. Nordöstlich, das heißt nicht nö, sondern nordöstlich des Kontinents des Nebels gibt es auch eine Inselkette, auf der es womöglich Schätze gibt. Da hilft nur eins. Kupo, picken, picken und nochmals picken. Ja, sehr hilfreich, Mopsi. So, wir brauchen die C-Ability dazu. So, und wir gehen gleich hier an der Stelle ins Wasser. Wir sind schon richtig hier erstmal.
nordöstlich vom Kontinent des Nebels. Ja, wir müssen halt aufpassen, da sind überall diese Bergketten. Da kommen wir nicht überall ins Wasser. Denn wir brauchen ja einen Sandstrand. Nee, komme ich nicht lang. Da lang. So, und das kann wieder eine Weile dauern, bis ich den gefunden habe. Das ist ungefähr wie damals mit dem, der mitten im Meer lag. Da werde ich wieder wirklich ein paar Mal picken müssen. Wie es Mopsy schon befürchtet hat. Wir sehen zwar zwei Inseln da drauf, aber es kann natürlich wieder überall sein. Also müssen wir hoffen, dass wir Glück haben. So, man kann die Inseln schon ein bisschen erkennen auf der unteren Karte. Schemenhaft. So, da ist es. Der Hafen von Alexandria. So, und hier sind die Inseln, glaube ich. Von der Seite müssen wir schauen. So. So ungefähr. Und hier muss irgendwo sein. Ich ziehe mich zentral zu den Inseln, dachte ich. Juhu! Ziemlich schnell erwischt. Auf einen Schatz gestoßen. Und was ist es? Merkwürdige Rauchsteiger auf. Ich werde irgendwie. Und wieder eine. Ja, eine trancehafte Begegnung hier mit Chocobos Traumwelt. Hatten wir jetzt lange nicht. Waren jetzt lange mit unserem dunkelblauen Choco unterwegs, was nach wie vor meine Lieblingsfarbe von Choco ist. Ja, welche Farbe kriegen wir denn jetzt? Das hatten wir eigentlich schon alle. Dicker Chocobo, wo bist du? Da ist er. Der Fettwanst. Der verspeist wahrscheinlich selber ein paar von seinen Artgenossen hin und wieder mal. Nein, das wäre zu brutal. Du, der seine Heimat sucht. Wir erwarten deine Heimkehr. Tsching. Oh, Choco, du hast die Fähigkeit erhalten, durch die Lüfte zu fliegen. Aus dem Wald steigst du empor. Und in den Wald steigst du wieder hinab. Vergiss das nicht. Das war nicht leicht zu merken. Du hast nun alle Fähigkeiten erhalten. Ich erwarte dich voller Sehnsucht. Ja, was? Wo denn? Ich bin doch schon da. Okay, also. Das ist ja nur eine Traumwelt und anscheinend gibt es irgendwo wirklich diesen Choco-Fekt-Wanz-Typ. Diesen Dicky. Und der will, dass wir ihn finden. So, und jetzt haben wir einen goldenen Chocobo. Ja, ja, das ist nicht gelb, das ist Gold jetzt. Der unterscheidet sich, glaube ich, nur in einem. Ich glaube, die Krallen von. Wir können das gleich mal anschauen. Ich glaube, die Krallen von Choco sind jetzt gelb oder so. Die vorher schwarz waren. Ja, ich glaube, die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten wieder. Da verschieben wir das als aufs nächste Mal, was ich noch machen wollte. Ich gehe dann nur noch aus dem Wasser raus. Und ja, dann nächstes Mal gehen wir dann mal nach Treno und in Quans Höhle. Deswegen haben wir nämlich Quina und Vivi mit. Denn da gibt es noch einen kleinen Dialog. Eine kleine Sequenz und die will ich euch nicht vorenthalten. Und danach werden wir nach Treno gehen, unsere Stellatio abgeben. Und ja, dann nochmal in der Waffenhalle vorbeischauen. Beim. Ja, und das Monster da besiegen, was es da wieder gibt. So, bloß mal, um zu zeigen, was Choco Tolles kann. Haha. Und mit Kreis gehen wir wieder runter. So. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal von Final Fantasy 9. Ciao, ciao!